Willkommen zurück zu diesem letzten Slot für unsere Lobby-Stage. Ich habe schon mindestens eine Träne im Auge, aber ich freue mich deshalb ganz besonders, dass ich heute die gute Judith Köritz als Gesprächspartnerin bei mir habe. Judith kommt zu uns als Programmmanagerin beim Stifterverband und ganz wichtig, nicht beim HFD. Das hatten wir jetzt auf der Lobby-Stage auch schon ein paar Mal anders, aber Judith ist tatsächlich nur, also ausschließlich, beim Stifterverband und dort für Programme und Netzwerkarbeit im Bereich der Future Skills verantwortlich. Darum soll es auch gehen. Judith kommt, aber das ist total spannend. Du hast europäisches Management an der TU Wildau studiert und dann politische Ökonomie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin. Das heißt, du kommst von hier und bist jetzt beim Stifterverband gelandet und da eben beschäftigt mit den Future Skills. Das Wort Future Skills ist eins, das, glaube ich, in den Hochschulen gerade ganz, ganz intensiv diskutiert wird, und zwar nicht nur in Lehre, sondern auch vor allem in der Verwaltung, denn auch solche Mitarbeitende brauchen diese Future Skills. Future Skills, ein ganz kurzer historischer Abriss, Judith, 2017, glaube ich, die allererste Version vom Stifterverband in Zusammenarbeit mit McKinsey, der Unternehmensberatung, gemacht. Die Idee da ist, glaube ich, dass man das ganze Dokument nicht einfach so stehen lässt und sagt, so, das sind jetzt die Future Skills für alle Zukunft sozusagen, sondern dass es immer wieder überarbeitet wird. Deswegen gab es die erste Überarbeitung tatsächlich in 2021, also Version 2 sozusagen. Und ein ganz wichtiges Merkmal ist, glaube ich, dass das keine Dinge sind, die ihr euch oder die sich McKinsey so im stillen Kämmerlein überlegt, sondern da werden tatsächlich Unternehmen befragt, um diese Idee über die Future Skills zu entwickeln. Erklär uns aber auf jeden Fall mal, was sind denn überhaupt diese ominösen Future Skills? Also Future Skills sind die Kompetenzen, die in den nächsten 5 Jahren ungefähr für die Arbeitnehmenden der Zukunft wichtig werden. Was braucht die Arbeitswelt in den nächsten 5 Jahren? Was brauchen die Arbeitnehmenden? Worin müssen sie ausgebildet werden? Und das sind eben die Kompetenzen. Wir stehen aktuell vor den unterschiedlichsten Herausforderungen unserer Zeit, sei es der Klimawandel, die Pandemie, der demografische Wandel, und darauf müssen wir reagieren. Und das sind die Kompetenzen, die sich immer wieder unterscheiden, auch in den nächsten 5 Jahren. Auch deswegen gibt es diese Aktualisierung, weil wir eben auch in den 3 Jahren haben sich die Kompetenzen verändert. Wir haben den Kompetenzbereich der transformativen Skills ergänzt, was eben daraus dem geschuldet ist, dass sich die große Herausforderung der Transformation immer drängender wurde. Und deswegen haben wir diesen Kompetenzbereich jetzt auch noch mit reingenommen. Sag uns ganz kurz, was sind die anderen 3 Kompetenzbereiche, die schon in der ersten Version drin waren? Das sind die technologischen Skills, die digitalen Skills und die klassischen Skills. Worin unterscheiden sich denn die digitalen und die technologischen Skills? Also da wäre jetzt ja so eher so mein laienhafter Ansatz gewesen. Das klingt sehr, sehr ähnlich, technologisch, digital, aber die sind durchaus verschieden, ne? Genau, also die technologischen Skills, das sind eher die Skills, die spezifischer gebraucht werden. Okay. Beispielsweise die Quantenskills sind eine Skills, die da unter diesen Kompetenzbereich fallen. Die digitalen Skills sind eher auch die in der Breite gebraucht werden. Mhm. Digital Literacy, das sind Schlüsselkompetenzen, die man einfach in jedem Arbeitsumfeld braucht, die immer wichtiger werden. Die Digitalisierung schreitet voran und deswegen sind diese digitalen Skills die immer wichtiger werden und mehr noch brauchen als die spezifischen Kompetenzen, wie die technologischen. Ich glaube, da kann man sich vorstellen, die klassischen Skills ja auch, ne? Das sind, glaube ich, tatsächlich so klassische Skills, so Problemlösekompetenzen. Was fällt da für euch noch darunter? Unter den klassischen Skills, da sind eben auch Problemlösefähigkeit, Urteilsfähigkeit. Das gilt aber auch, zählt auch zu den transformativen Skills, weil es eben darum geht, wie können wir die Herausforderungen bewältigen und daraus aber auch nicht nur die Herausforderungen bewältigen, sondern auch daraus Fortschritt generieren. Die Chance nutzen, die wir haben, und daraus eben dann auch noch mehr Fortschritt in die Zukunft geben können. Das ist für mich auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Aspekt bei den Future Skills, dass da eben auch diese klassischen Skills mit drin sind, wo wir uns alle darauf verlassen können, das ist nicht irgendwas, was sich jemand ausgedacht hat, sondern das kommt von den Unternehmen. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, die werden nicht unwichtig sozusagen. Und der Name Future Skills, der soll ja auch auf keinen Fall andeuten, dass es sich da um irgendein Wolkenkuckucksheim handelt, dass sich irgendjemand überlegt hat, sondern das sind ganz konkrete Dinge. Und dazu kann gerne auch mal was Klassisches gehören. Mhm. Aber was sind denn transformative Skills? Ich glaube, das ist ja die neue, das Neue sozusagen, worunter ich mir erstmal gar nicht so viel vorstellen konnte. Also die transformativen Kompetenzen ähneln den klassischen Kompetenzen sehr und sind auch in einer
ein oder anderen Stelle auch deckungsgleich, aber es geht darauf hin, dass wir den spezifischen Fokus da auf die transformativen und gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen gelegt haben. Also eben Klimawandel, demografischer Wandel, Pandemie, das sind die Herausforderungen, die tatsächlich transformativ sind und deswegen wir sowas wie Urteilsfähigkeit, Innovationskompetenz, Mut zur Veränderung und auch dann eben auch weiterhin dahin gehen, dass wir auch eine Art von Missionsnarrativ entwickeln müssen, um überhaupt da diese Transformation anstoßen zu können und den Fortschritt daraus zu generieren. Total spannender Punkt. Ich stelle mir vor, dass gerade diese Skills, wenn ihr sagt, also das sind eigentlich, wenn man sagen würde, das ist zwar der neue Teil, aber eigentlich ein ganz wesentlicher Teil, um die wesentlichen Herausforderungen unserer Zeit, Klimawandel, Diversität und so weiter berücksichtigen zu können. Das sind wahrscheinlich auch die, die am schwersten prüfbar sind und die auch sehr schwer nur im Sinne der Kompetenzvermittlung lehrbar sind. Gibt es da Ideen beim Stifterverband, wie man damit umgehen kann? Ja, also es ist tatsächlich sehr schwierig und auch vor allem das messbar zu machen ist super schwierig. Und da geht es dann eben auch darum, wie kann man sie denn vermitteln. Und diese Kompetenzen, es gibt gerade bei den technologischen Fähigkeiten, gibt es dann Studiengänge, die dafür aufgesetzt werden müssen. Aber gerade eben so Themen wie Kreativität, Urteilsfähigkeit, Problemlösefähigkeit, da braucht man neue innovative Lehrmethoden, um das tatsächlich dann auch entwickeln zu können, dass die Studierenden das entwickeln können. Und da gibt es dann eben das problemorientierte oder das herausforderungsorientierte Lernen, projektbasiertes Lernen, wo man auch Teamfähigkeit, Kreativität fördern kann. Und das ist super wichtig und auch so Methodenkompetenzen zu erweitern in Richtung Design Thinking zum Beispiel. Aber was ich auch einen ganz wichtigen Aspekt finde, ist, dass man auch durchaus das nicht unterschätzen darf, die Wirkung von Lernraum auch gerade auf diese Kompetenzen und die, wie man die entwickeln kann. Denn der Raum, wenn wir anfangen, auch didaktisch anders zu denken, muss das architektonisch unterstützt werden. Okay, also das bedeutet ja im Wesentlichen aber auch, dass ich dann irgendwann diesen Kompetenzerwerb möglicherweise zertifizieren möchte. Da kommen natürlich auch die vom Stifterverband auch schon mal adressierten Micro-Credentials natürlich stark zum Einsatz, um vielleicht Studierende auch ja nachweisfähig zu machen für Unternehmen, an die sie gehen, zu sagen, hier, ich kann das, was ihr hier von mir erwartet. Okay, spannend. Sag mal, gibt's denn, wenn du sagst, also so diese Frameworks wie die Future Skills, dann wäre natürlich eine ganz entscheidende Frage, kann der Stifterverband schon ganz konkret auf Beispiele zeigen, wo ihr sagen würdet, diese Future Skills werden dort sichtbar? Also geben die Studien das her, für jemanden, der die Studie jetzt zum ersten Mal liest, zu sagen, in diesem Bereich sind Future Skills offensichtlich unerlässlich, sodass es einem sozusagen wie Schuppen von den Augen fällt, zu sagen, okay, das muss ich an unsere Studierenden rankriegen? Ich würde sagen, die meisten Programme vom Stifterverband in diesem Themenbereich versuchen das zu adressieren, versuchen das in die curriculare Lehre tatsächlich zu bringen, weil unser Ansatz ist ja auch, dass es gerade die Future Skills und vor allem da auch die transformativen und klassischen Skills auch in die Breite der Studierenden brauchen. Also dass es eben nicht nur an bestimmte Studierende herangetragen werden muss, sondern dass wir da wirklich in die Breite gehen. Und das versuchen wir eben deshalb in die curriculare Lehre zu bringen. Und da haben wir beispielsweise eben im Programm Entrepreneurial Skills haben wir tatsächlich auch schon Projekte, die das wirklich auch umsetzen, die dann Einführungstage veranstalten, um tatsächlich dann von Tag 1 den Studierenden mitzugeben und sie dafür sensibilisieren zu können. Future Skills sind wichtig, Entrepreneurial Skills sind wichtig, die braucht ihr für eure Zukunft, für die Zukunft in der Arbeitswelt. Und das bedeutet ja nicht nur Future Skills als fakultatives Angebot, sondern für euch wirklich obligatorisch in die Lehre eingebunden? Genau, ja, absolut. Okay, stark. Gibt es einen Sneak Peek, den du uns geben kannst so für die Zukunft? Was plant der Stifterverband so in den nächsten Monaten und Jahren rund um dieses Thema herum, neben dem Update, das ja in 2-3 Jahren wieder ansteht? Genau, also wir haben verschiedene Programme, die aktuell noch laufen und wo auch immer wieder es Einstiegsmöglichkeiten jetzt eben für Hochschulen gibt, da mitzumachen. Das aktuellste ist gerade das Programm Transformative Skills, wo jetzt gerade sehr kurzfristig aber die Deadline morgen ist, um sich noch für die Ausschreibung einzutragen. Aber wir haben im Juni eine Auftaktveranstaltung dazu, wo wir dazu diskutieren wollen.
Die Future Skills Journey startet jetzt, wo wir ein digitales Lernökosystem aufbauen wollen, digitale Lernplattformen, speziell zu den Future Skills, um sich die aneignen zu können. Genau, und auch im Thema Quantenskills haben wir immer wieder Ausschreibungen auch zu dem Thema, wo wir versuchen, mit den Hochschulen, mit den Hochschulmitarbeitenden aktiv in Kontakt zu treten, um den Studierenden diese Skills auch vermitteln zu können. Judith, ich danke dir. Also stifterverband.de, da findet ihr jetzt noch gerade die Ausschreibung. Wer heute Abend nicht weiß, was er oder sie tun soll, gerne sich noch beteiligen. Gerne. Judith, ich danke dir sehr, dass du da warst. Und wir machen wieder fliegenden Wechsel. Ich nehme dir das Mikrofon ab und zu mir kommt, ihr kennt sie von gestern schon, Hanna van der Broek. Und die Hanna und ich, wir haben uns für heute jetzt mal überlegt, dass wir die Herausforderung, die Hanna gestern so ein bisschen zu bewältigen hatte, nämlich, dass sie auf Deutsch sprechen muss. Wir drehen es heute um. Because we switched to English and I am now tortured by having to speak English. Hanna, welcome. Glad to see you back again here. Yeah, thank you very much, Malte. This is actually also, I have to say, for our international viewers that we are doing this, right? Not just because of torturing you. Yeah. So for our international viewers, let me just introduce Hanna once again. Hanna studied English and American Studies at Utrecht University in the Netherlands. She worked at various publishing houses and as a conference program director. And now she is Program Manager for International Affairs at the Stifterverband. Hanna, very much welcome. We want to talk today about the so-called Digital Education Action Plan and one of the specific programs that came out of that Digital Education Action Plan. So, on the European level, we have that so-called Digital Education Action Plan, and this has been initiated by the EU Commission to sharpen and implement policies around European education over the next few years, I think, until 2027. Correct, 2027, right? Yes. Can you give us some more insights on this plan? Yeah, I would love to. Thank you. And actually, not just about the action plan, but also about one of the activities related to the action plan, namely the European Education Hub. So this plan is a European policy initiative, which you are said, and it's about implementing a vision of a shared, inclusive, high-quality digital education across Europe. And this European policy, it has two priorities: supporting a high-quality digital education ecosystem and also enhancing competences for digital transformation. And to say a bit more about that, if I can. I think it's really great because Europe really has a unique chance, actually, to collaborate on these topics. Yeah. And it's a very important topic for Europe because, as we all know, education or the education sector faces certain challenges, and there's a great need for innovation. And by collaborating and sharing expertise and resources, everyone will benefit in the end. We were asked yesterday in the chat whether or not we would need some sort of European Hochschulforum Digitalisierung. And my first thought was, well, with this European Digital Education Hub that we will be talking about now, we have exactly that on the European level. So, Hanna, tell us something about the EDEH, the European Digital Education Hub. Yeah. So this is like a community, like HFD has Mattermost, of course, that everyone is a member of already. So it's a community of education professionals from all sectors who can collaborate together on projects they're working on. Research can be found there. Activities are organized by Stifterverband and a consortium of different partners, including in-person workshops, online working groups like squads who are working together on different topics that are important. And it's really like a community-driven process, all the topics that are considered there and discussed there. And it's free for everyone to join, of course. and it's a very active community. I mean, it's been existing only since 2022, since mid last year. And by now we have around 2,000 members, more than I think every European country is there. So it's also very international and it's very open.
Yeah, I registered some weeks ago, and I can totally validate that the amount of people that are on that platform regularly on a daily basis is really astonishing. So very, very big recommendation. If you have not yet subscribed, do so now, right? Yeah, I wish I could share actually a QR code, but you can find all the information to register if you look for European Digital Education Hub. It will take you through the web pages of the commission and to a registration link. Very simple process. Of course, data conformed. You can sign up just using your name. And it's the platform itself is a Microsoft Teams environment with different channels. So it's very intuitive. And I mean, most people know how Teams works, I think. Yeah. Great. Are there any prerequisites? Do I have to be a teacher, a student, or can anybody subscribe? No, it's actually for everyone. So I noticed that we have a lot of people who are actually teaching, but it's also higher education leadership, people working in schools, policymakers, ed techs. So really all sectors are engaged on this platform. Yeah. And it is also really for everyone. Of course, students are welcome as well. Mm-hmm. So it's a great mix and a very interesting community. You already talked about what after registration we would find on the European Digital Education Hub. Can you go into a bit more detail on what, when I register, what I find there? Is it just a community or something else too? Well, you can find lots more. I mean, after you register, you get an invitation for like an onboarding call. So that's something that everyone can join. So you learn a little bit more about how to use the platform. And then there's different channels where, for instance, calls for participants or for participation are published and activities that you can become a part of. So I just have listed a few upcoming activities. Cool. And especially, I should talk later with the colleague before me, because I think there's a great link between their work and what will happen on the hub. Because, for instance, one of our upcoming activities is a squad on digital skills provision. So this means an online working group of around 30 people is going to come together. And these are people really from all over Europe, from different levels of education. And they will produce an output, which might be a vision paper or a series of videos, or they do a research in Europe together. And after that, also for this digital skills topic, there will be a workshop held in Brussels. Same for AI in education, of course, a super hot topic. Yeah. So there's a channel, there's a squad, an online working group, and the call for participants for the workshop, which takes place in June in Bucharest, is still open until the 30th of April. So if you register for the hub, you can find there, for instance, a small registration form and more information about the Bucharest Artificial Intelligence Workshop. So very welcome to join that. And in my experience, don't have any fears that everything is settled there, that the working groups have already established themselves. I experienced the atmosphere to be totally open, very welcoming. Much. So it's totally awesome. Yeah, I do have to say though that for these face-to-face workshops, there's like a careful selection because, of course, we have to make sure that there's really a mix of countries and people who are joining these workshops. Mm-hmm. So there's like a selection process, but we're very open to, involving, of course, experts from across Europe and Germany. So that's the aim. So you are the target group. Yeah, absolutely. So and Stifterverband is one of the let's call it organizational partners. Yeah. But on the operational level, what concrete activities could you point to where educators could now be a part of? Because you said with the workshops, you have to register, you have to sign up, you have to be selected. But what activities are there where I would now be able to participate in? There are, for instance, webinars taking place on a very regular basis. There's like an accelerator program, many activities online in these different Teams channels. So as soon as you register, you can join to those. So that's something, that's already ongoing, basically. Cool. Yeah, and very I said, cool. Stifterverband is one of the consortium partners, mm-hmm. Yes. But there's a total of, I think, 7 partners from all across Europe. So
be there or be square. Yes. So, Hannah, thanks very, very much for introducing us to the European Digital Education Hub, and thanks for being here once again. So, thanks to all of you international audiences for watching, and I'll switch now back to German. Wir haben noch 10 Sekunden auf der Lobby-Stage. Ich wünsche euch allen einen fantastischen Rest der Tagung. Liebe Grüße nochmal nach Heilbronn und nach Bochum, natürlich auch hier nach Berlin an alle da draußen. Toll, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut, euch durch die Lobby-Stage begleiten zu dürfen, und genießt den Rest des Programms. Ciao und tschüss.